Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, einen wunderschönen Montagmorgen. Wir haben es wieder geschafft. Eine wundervolle Arbeitswoche beginnt wieder. Also für alle diejenigen, die ihren Arbeitsplatz noch nicht verloren haben, aber bitte nicht verzweifeln. Wir werden natürlich in diversen Agrarkolchosen und Industriekombinaten schon sicherlich irgendeinen Platz zugewiesen bekommen, natürlich gratis, also das heißt ohne Lohn. Wir haben heute einen keltischen Mittwoch und das ist das Horoskop für morgen Dienstag und das beschreibt einen keltischen Donnerstag. Ich muss euch ehrlich gestanden sagen, ich verwechsel die Tage schon total. Seitdem ich immer hin und her rechne, einen Tag im Voraus rechne, ich weiß nicht mehr, welcher Tag heute ist. Es ist lächerlich, aber es ist wirklich so. Wir beginnen mit der 16 für morgen und das beschreibt die Ende eines das Ende einer Phase, ich habe immer gesagt Bungee-Jumping ohne Seil, ja, musste so kommen, etliche Zyklen haben begonnen und wenn viele Zyklen neu beginnen, dann lässt sich das nicht vermeiden. Also mit Zyklen meine ich zum Beispiel Jupiter-Pluto-Zyklus hat begonnen, dann Jupiter-Neptun, Jupiter, Uranus, genau, Saturn-Pluto-Zyklus hat begonnen und voriges Jahr am 21.12. hat begonnen der Jupiter-Saturn-Zyklus. Am 12. Jänner, glaube ich, war das 12. Jänner 2020, war Saturn-Pluto-Zyklus. Ja, also das heißt, wir haben einmal 5 Zyklen, die begonnen haben und das ist kein gutes Zeichen. Ja, kommt drauf an, aus welcher Warte man es betrachtet. Die 18 an zweiter Stelle bedeutet für morgen Täuschung, auch Enttäuschung, das Ende der Täuschung, Unsicherheiten, Unklarheiten, also Falschheiten, Intrigen. Interessante Tagesenergie für morgen. Dann die 20 an dritter und vierter Stelle beschreibt eben, ich würde sagen, eher Unsicherheiten, das heißt, man macht sich Sorgen um die eigene Zukunft, da geht es eher um Ängste und da geht es halt auch darum, dass man auch Materie gerne akkumuliert, weil man eben in diesen Ängsten lebt. Die 22, der Hochmut, ich habe einfach den Vierer hergenommen, das ist zwar eine Meisterzahl, aber es gibt hier sehr viele Blockaden, die wollen noch gelöst werden. Es geht eben um Hochmut, um Sturheit und weil die 2 und die 2, da geht es um Wissen und das Aneignen von Wissen, aber in erster Linie bedeutet dann die 4 auch das Umsetzen in die Tat. Und zuletzt haben wir die 23. Die 23 habe ich heute einmal zwei andere Karten genommen. Und zwar geht es darum, dass einem klarerweise, das ist diese 5 nach 12 Karte, wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von vorne ein Lichtlein her. Also das heißt, man ist beleidigt, ja, man will keine Hilfe annehmen und man macht es lieber selber. Ja. Also das heißt, man müht sich ab, obwohl es gar nicht nötig wäre. Ja, das hätte mir jemand 30, 40 Jahre früher sagen sollen. Weiter zum zweiten Teil. Ende.